Insert guidance system to commence launch. Genau. Herzlich willkommen zurück bei The Cave. Wir haben immer noch das Problem mit unserer Wissenschaftlerin. Und ich weiß nicht, wie wir das lösen. Irgendwie müssen wir den Computer von der anderen Seite aus hacken. Nee. Irgendwie müssen wir diese... Muss das doch einen Sinn haben. Upper hatch disengaged at T-minus 27. Get out of here! Oha. Okay. Einfach nur eine Sache des Timings. Ich hab's mir fast gedacht. Auxiliary flame suppression pool is empty. Genau. So. Wo? Launch key engaged. They're not doing what it looks like they're doing, are they? Nein, würden wir niemals machen. Also eine Atomexplosion. Danger. Security safeguards have been overridden. Da geht's nicht runter. Vielleicht, wenn wir die Aufzugskontrolle hacken. Weil immerhin. Dafür haben wir eine Wissenschaftlerin, oder? Ah. Dankeschön. Global Target Acquisition Phase complete. Da explodiert was. Ein Atomsprengkopf. Insert warhead to commence launch. Don't touch that. Okay, den müssen wir loswerden. Insert guidance system to commence launch. Wie werden wir den los? Roboter. Ein durchgeknallter. One more step and I'll shoot. Missile thrusters idle at 14%. Was machst du da? Das war's nicht. Wir kommen später. Priority alert. When the toilet paper roll is empty, please replace it with a new one. Ah. Klar, warum auch nicht? Was haben wir hier? Schwarzes Brett. Papierstreifen. Wie schön. Da gibt's Papierstreifen. Nicht immer alle Bananen essen. Tausche Plutonium-Austausch gegen Tränengas nachfüllen. Aha. Mrs. Pickles vermisst. Ein Arcade-Automat?
latch disengaged at T-27. Hoppla. Meh. Ich will aber den Hotdog aufnehmen. Na, leg doch mal ab. Wenn wir die Lüftung umschalten. Intruder detected. Keine Ahnung. Insert guidance system to commence launch. Okay, gibt's irgendwas? Da gibt's keine Schalter. Okay. Da muss der Roboter hin. Was haben wir weiter unten? Insert guidance system to commence launch. Labor. Da ist es rutschig und da muss. Kann man das mitnehmen? Tatsächlich. Insert guidance system to commence launch. Aber wo? Wo sollte man das hinstellen? Ach, schaut mal an, ein Gefahrenschild. Insert warhead to commence launch. Warhead installed. Oh. Dankeschön. Spillies, bitte mal diesen Schlüssel mitnehmen. Ja, passt doch wunderbar. They can't know what they're really about to do here. So, irgendwas ist da mit der Lüftung noch. Intruder detected. Schauen wir mal mit dem Mönch. Auxiliary flame suppression pool is empty. Mangelnde Harmonie. Soll man gar nicht für möglich halten. Tagesgericht Eisbein. Eine Fruchtschale. Missile coolant stable at minus 14 Celsius. Eine Fruchtschale. Ein Apfel. Wozu ist der Apfel gut? Insert guidance system to commence launch. Ja, ich tue ja mein Schlimmstes.
So, da haben wir ein Labor. Ein Labor würde ich sagen, eine Wissenschaft. 1, 2, 3, 4 Knöpfe da oben. Okay. Also es scheint eine sehr erfolgreiche experimentelle Forschung. Da haben wir eins nicht. Toppreis der Wissenschaft. Unzählige Angebote. Also eine sehr erfolgreiche Wissenschaftlerin. Incorrect code. Intrusion detected. Master entry code resetting. Heute haben wir Donnerstag, ne? Verdammt. Donnerstag. 8527. Auxiliary flame suppression pool is empty. Upper hatch disengaged at T incorrect code. Intrusion detected. Master entry code resetting. Was für ein Tag haben wir? Es gibt Eisbein als Tagesgericht. Eisbein gab es am 14 Eisbein. Ich glaube. Da. Eisbein gibt es mittwochs. Das heißt, der Code Mittwoch 0329. Dann machen wir das nochmal. Danger. Security safeguards have been overridden. Code accepted. The door is now open. Kauga. Okay. Also, ich dachte erst, wir müssen den mit Essen locken. Springen. Caution. Slippery when wet. So. Der schießt. Hier geht die Lüftung lang. Intruder detected. Ess mal deinen Apfel. Ich brauche nur noch jemand, der das Ganze anschaltet. Warning. Overflow in depth toll calculation register A3. So. Die Frage, was machen wir als erstes? Schalten wir das Ding erst um?
kein Schlüssel. Dankeschön. Und hier haben wir ein Affen. Computer Core Memory Diagnostic is complete. Wie kommt der Affe mit? Macht der Affe ein Würstchen? Oder macht der Affe einen Apfel? Muss der Affe nicht eher... Missile-based security compromised. Insert guidance system to commence launch. Muss der Affe nicht da rein? Nee, das nicht. Ein Hotdog. Intruder detected. Müssen wir... Insert guidance system to commence launch. Dann nicht. Aber der Apfel leuchtet so. Na gut, die Wurst leuchtet auch, wenn wir drüber laufen. Schauen wir mal. Magst du Apfel? Missile coolant stable at minus 14 Celsius. Apfel scheint er nicht zu mögen. Mag er ein Würstchen? Irgendwie stehen ja alle auf Würstchen. Insert guidance system to commence launch. Puh, was machen wir? Erstmal fahren wir nach oben. Computer Core Memory Diagnostic is complete. Nee, der Pilot fehlt noch, wie uns die Anzeige sagt. Nichtsdestotrotz kann man das schon mal reinmachen. I am become Death, the destroyer of worlds. Yeah, I read that somewhere. Seems appropriate. Missile thrusters idle at 14%. Okay. Wie kriegen wir den Affen dahin? Insert guidance system to commence launch. Leitsystem einfügen. Das ist in dem Fall unser F4, ne? Wie kriegen wir den Affen nach da? Insert guidance system to commence launch. Upper hatch disengaged at T minus 27. Leerer Kanister.
Insert guidance system to commence launch. Computer core memory diagnostic is complete. Leerer Gaskanister. Intruder detected. Doch, der Apfel. Doch nicht. Warning. Overflow in death toll calculation register A3. Also das mag er nicht. Vielleicht doch das Bürstchen. Insert guidance system to commence launch. Dann versuchen wir es nochmal. Und wenn er das nicht mag, ist die große Frage, ob wir das Ding nachfüllen können. Nee. Nö. Nö. Also Würste mag er auch nicht. Aber Affen mögen eigentlich Bananen, ne? Lass mich den mal mitnehmen. Da müssen wir ihn reinbringen. Caution. Slippery when wet. Da haben wir das Labor. Können wir das Gas nachtanken? Nee, können wir nicht. Auxiliary flame suppression pool is empty. Oh. Boah, die Ratte hat's nicht überlebt. Eine Birne. Warning. Overflow in death toll calculation register A3. Bananen. Okay, das muss man ja auch mal wissen, dass es da mehrere Auswahlmöglichkeiten beim Obst gibt. Upper hatch disengaged at T-27. Hi. Insert guidance system to commence launch. Intruder detected. Jetzt mag er keine Bananen mehr, oder? Doch. Das folgt mir so. Caution. Slippery when wet.
mein Süßer. Insert guidance system to commence launch. Insert guidance system to commence launch. Guidance system okay. Installed. Missile is ready for launch. Rakete fertig zum Start. Insert and turn launch keys. So. Missile ready for launch. Wir begeben uns in Position. Ah, alle da? Insert and turn launch keys. Jemand Banane? Nicht? Alle an die Position. Eins. For launch. Zwei. Drei. Insert and turn launch keys. Okay, los geht's. Aber die Zeit ist rum. Was passiert, wenn wir die drei Schlüssel drehen? Das sehen wir nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.